Hallo Freunde, hier ist euer Dansicht und wir spielen zusammen Invisible Inc. und wollen mal schauen, wie weit wir kommen. Wir starten das Spiel ohne große Umschweife, ohne viel Blabla. Wir starten ein neues Spiel und spielen natürlich die Story. Wir können im Expertenmodus spielen, Kampagnengenerierung für erfahrene Spieler von Invisible Inc. entwickelt. Das ist der normale Schwierigkeitsgrad des Spiels. Er nimmt an, dass du die Spielmechaniken gut verstehst. Mit ihm ist nicht zu spaßen. Okay, da können wir dreimal zurückspulen. Wir probieren einfach Experte, würde ich sagen. Und schauen, wie weit wir kommen. Wir starten das Spiel. Get to the main server, collect the data, and get out. No detours. Copy that, Central. Proceeding to target. Oh. Insertion was clean. Alarm level holding steady. We need to get to the third floor. We can make our way to the server room from there. Any chatter on the comms? Negative. It's silent on all frequencies. They should have detected us by now. Receiving priority wireless transmission. They're on to you. Get out! Get out of there! HQ compromised. We're going to need an extraction. I've got Incognita. Deckard and Internationale are on their way. Get to the roof. I'll cover you. Go! Deckard, how long till extraction? 30 seconds. Get us out of here. We've got work to do. Okay, das war ja spannend. Ja, da schauen wir unsere Agenten mal an. Wähle einen Schwierigkeitsgrad. Also Experte sind wir Iron Man aus. Okay. Eine Option, einen Schwierigkeitsgrad und andere Gameplay-Optionen. Okay, das haben wir nicht alles ausgewählt. Wen haben wir noch? Shalem. I don't usually employ people I don't understand, but his skill set was too useful. Das kennen. Shalem ist stark. Okay. I found Decker living in a bottle after his termination. Er ist schnell. He's cleaned up since then, but I keep eyes on, just to be sure. Ja, vielleicht sollte man mal. The 20th century thing is an unfortunate affectation, but I'm not paying him for his fashion sense. Und den Control stumm schalten, solange wir uns hier die Agenten anschauen, sonst erzählt die uns jedes Mal etwas. Möchten wir eigentlich gerade nicht. Okay, die kann gut hacken. Hacken ist, glaube ich, immer gut. Der ist stark. Ist denn stark? Erhöht die Anzahl der Gegenstände, die ein Agent ohne verlangsamt zu werden tragen kann und verbessert Schleifgeschwindigkeit. Okay, Anarchie. Ermöglicht diesen Agenten Credits von Wachen abzusaugen und mehr Gegenstände zu finden. Verbessert das Bewegungstempo eines Agenten und Hacken verstärkt Energie von gehackten Konsolen. Okay, wen haben wir noch? Banks. Was haben wir hinten noch? Da haben wir noch mal welche. Okay, Olivia. Uiuiui.
Auch ein Hacker. Auch Stärke und Rush. Muss ich aber mal schauen, sind die beiden denn gleich oder? Neutrale Vernetzung erlaubt dem Agenten, Daemons in angrenzenden Objekten zu enthüllen. Kann diese Erweiterung nicht mehrfach installieren. Modifizierte Tarnvorrichtung. Okay, die kann sich schnell heilen. Also ich würde sagen, wir wollen auf jeden Fall, nehmen wir einen Hacker mit. Oder eine Hackerin. Da wäre es jetzt nur interessant. Dieser Agent wird zum Transportsignal teleportiert, wenn das Signal aktiviert ist. Okay. K.O.-Schäden. Knockt eine Wache für 2 Züge aus. Aktiviere es im Mainframe um den Trigger der Partikel. Okay, alles sehr, sehr interessant. Ich würde sagen, wir nehmen Derek mit. Cooldown 3 Züge. K.O.-Schaden 2. Auch 2. Drahtloser Sender. Na, ich glaube, wir nehmen erstmal die ersten 2. Das wird schon sein. Programme generiert eine Energie pro Zug passiv. Okay. Eine Energie, okay, Dietrich. Durchbricht eine Firewall für 2 Energie. So, wir nehmen das mal mit. Wir beginnen jetzt erst einmal mit Decker und Internationale. Ja, da gibt es dann auch immer viele Infos zu den Personen. Okay, wir beginnen. Wir schreiben das Jahr 2074. Konzerne beherrschen die Welt mit brutaler Effizienz. Sie haben dir einen schweren Schlag verpasst und jetzt bist du auf der Flucht. Du musst zurückschlagen, aber du wirst niemals mit roher Gewalt gewinnen. Halte deinen Agenten mit Hilfe von List und Tücke am Leben. Überfalle die Konzerneinrichtung, um Werkzeuge und Unterstützung zu erlangen und bereite dein Team auf den finalen Showdown vor. Die Chancen stehen gegen dich. Du wirst versagen, mehrfach, aber jedes Mal wirst du mehr über deine Widersacher erfahren. Und jeder Neustart erzeugt eine neue Welt voller Möglichkeiten und Gefahren. Du hast einen harten Job vor dir. Operator, lass uns nicht im Stich. Ich bin bereit. Tag 1. Operator, are you there? Good. I was afraid you didn't make it out. Headquarters is gone. Most of our agents have been captured or killed and our accounts all frozen. I don't know how the corporations found us, but you can bet they won't give up now that they've had a taste of blood. The jet's stealth rig should keep us hidden if we keep moving, but Incognita can't survive long on backup power. She's got 72 hours tops. We need to mount a counterattack before then, or we'll be defenseless against their scans. If that happens, we may as well just crash this thing into the ocean. You've never seen the inside of a corporate deprogramming chamber. I won't see the inside of another. Incognita is scanning for targets of opportunity where we can replenish our supplies. Follow her leads and gather what resources you can. I'll run through our contacts and see what favors I can call in. We're going to need all of the advantages we can find in the coming days. Okay. Tja, zusammengefasst, wir haben 72 Stunden Zeit und wir müssen uns immer wieder Material beschaffen. Dann beginnen wir mal. Okay, das ist unsere Karte. Zeit läuft. Credits haben wir 500. Rein Vermögen, der Wert von allen Agenten, Verbesserungen, Gegenständen, Programmen, Credits, die Invisible Inc. gehören. Was haben wir hier unten? Errungenschaften. Menü. Okay, alles klar. Und hier ist in dem Fall wohl unser erstes Ziel. When it comes to network security and their terminals are full of interesting information. We found a lightly guarded executive complex here. Okay. Get in, find the computer and steal their contact list. Then we'll have our pick of future targets. Ziel: finde das Konzernverzeichnis Terminal und erlange die Informationen. Belohnung: lokalisiere neue interessante Konzernpositionen. Okay, die verfügen über bewacht 1. Okay, alles klar.
Es ist eine weitere Infos von Stand. Diese Einrichtung enthält Position zukünftiger wertvoller Ziele. Alles klar. Infiltrieren wir mal. Das heißt, wir fliegen da jetzt hin. Und zack, haben wir nur noch 60 Stunden. Coordinates locked. Ready to engage transport beam. So. Okay, das sind unsere beiden Agenten. Wir haben direkt schlechte Nachrichten. Ja, wir werden mit dem auskommen, was wir auf dem Weg finden. Okay. Also mit jedem Schritt sozusagen wird die Alarmstufe dann erhöht. So, wir möchten jetzt erstmal schauen, wir haben 6. Immer nur 3 AP, okay. Wir wählen die jetzt, glaube ich, mal aus und hacken das hier. Wir holen uns erstmal Energie. Laufen mal dahin. Und schauen durch diese Tür. Okay, kann ich die Kamera drehen? Okay. Nehmen wir mal Decker. Ist die Frage, sollten wir zusammenlaufen oder sollten wir erstmal schauen? Das ist der Vorstandsterminal. Ich wette, sie werden packende TPS-Berichte darüber schreiben. Okay. Da sehe ich jetzt gerade niemanden. Die Frage ist, sollte ich es jetzt schon riskieren, da reinzugehen? Ich denke nicht. Ui, okay. Dieser Bereich wird von einem Feind beobachtet. Das war wahrscheinlich gar nicht so geschickt. Gut, wir hoffen jetzt mal. Wir beenden diesen Zug jetzt mal. Au, alles klar. Sicherheitslevel erhöht. Der Konzern hat Inkognito-Signale entdeckt, als seine Agenten die Einrichtung teleportiert wurden. Nach jeder Runde steigt das Sicherheitslevel, während ihr Signal zurückverfolgt wird. Nach jeweils 5 Teilstufen werden neue Sicherheitsmaßnahmen hinzugefügt. Okay, das heißt, wir müssen auch noch schnell vorgehen. Ich glaube, wir öffnen jetzt mal die Tür. Schauen. Dann können wir auch schön die Wände umstellen. Schauen, dass wir den hier. Den hier würde ich jetzt gerne zip machen. Spähen, okay. Binden brauchen wir eigentlich nicht. Ich denke, wir können hierher. Den hier angreifen. K.O. für 2 Runden. Okay. Können wir den erstmal bestehlen. Guck mal, was der so in bei sich hat. Eine Passkarte ist immer gut. Und Credits. Okay. Schalten wir die Wände wieder um. Ah, der ist gepinnt, solange ich auf ihm bin. Okay. Dann wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn ich die da mir hätte. Was mache ich mit der? Ist eine gute Frage. Ich glaube, die bewege ich jetzt mal hierher. Okay, drahtloser Hack. Ecke mit Inkognito. Kapert dieses Gerät im Mainframe. Inhalte plündern. Kapert das Gerät, um seinen Inhalt freizugeben. Ah, okay. Alles klar. Durchbricht die Firewall 1. Okay, das haben wir entsperrt. Das heißt, wir können die Daten dort rausholen. Und als nächstes wäre es wahrscheinlich geschickt, wenn wir da hinten... Oh,
Wenn wir da hinten hingehen. Schließe. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir holen uns hier die Daten raus. Standortverzeichnis, sehr gut. They noticed you poking about and have changed up their patrols. Be careful on your way out. Okay, wo ist denn der Weg raus? Gute Frage, ne? Ich glaube, wir gehen jetzt hier mal hin und machen einfach mal die Tür auf. Okay. Hm. Das ist natürlich schön, wenn man wüsste, wo der Ausgang ist. Oh. Uiuiui, okay, das war nicht so dolle. So. Ah, ich kann den nicht. Ich kann den nicht, Verdammt. Okay, was mache ich jetzt mit dem? Mach jetzt mal die Tür zu und dann mal sehen, was passiert jetzt. Okay. Das sieht gar nicht so gut aus. Ich kann mit dem immer noch nichts machen. Ich müsste den jetzt pinnen. Das ist jetzt echt mies. Damn it, they got away. So. Okay. Dann bereiten wir hier einfach mal einen Hinterhalt vor. Und beenden den Zug. Uiui. Okay. So, jetzt haben wir Level 1. Der Konzern aktiviert zusätzlich die Kameras. Du hast einen Zug, bevor sie vollständig aktiviert sind. Den bestellen wir natürlich erstmal. So, und jetzt würde ich gerne versuchen hier. Ich würde gerne hier zu diesem Terminal kommen. Ich weiß jetzt auch nicht, wo der Ausgang ist. Bin jetzt auch kein Hacker. Okay. Dann pinne ich den hier. Und beende den Zug. Okay. Das können wir hacken. Kamera, okay. Das ändert leider nichts an dem. Das ändert, da ist ein Koffer drin. Okay, da haben wir die Kameras deaktiviert. Das ist doch schon mal was. Jetzt komme ich aber hier trotzdem nicht durch. Das heißt, ich muss hier rein. Aber die Kameras sind schon mal deaktiviert. Okay, alles klar. Nicht genug Aktionspunkte. Ah, mit dem würde ich schon... Ich schaue jetzt einfach. Ich muss schauen, was da hinten noch ist. Mach die Tür aber hier mal zu. Wie, der ist wieder wach. Echt jetzt? Okay, wir spähen jetzt mal da rein. Oh, da ist der Ausgang. Okay, was machen wir jetzt? Okay, wird am Ende der Mission weggeworfen. Ein
Eigentlich sollte ich raus. Das ist nämlich echt gefährlich, was ich hier gerade mache. Dieses Gerät ist unter Agenturkontrolle. Credits für Gegenstände ausgeben. Okay, da kann ich nur was kaufen. Ich würde gerne hierher, aber ich glaube, das ist mir gerade zu riskant. Okay, ich werde jetzt hier mal auf den Hinterhalt gehen und den Zug beenden. Okay, jetzt haben wir hier zwei Knallköpfe. Der da sollte kein Problem darstellen. Den kann ich nicht ausnocken. Okay, die werde ich jetzt mal auf Hinterhalt setzen. Ja, der ist ein bisschen nervös hier, der Kollege. Ah, ich komme mit der nicht weg. Der bewegt sich aber auch nicht. Oh, jetzt. Aber er hat meinen Agenten nicht gesehen. Wir sind jetzt aber Level 2. Okay. Level 2, Sicherheitslevel 2. Bedeutet, jetzt wird's härter. Wir versuchen schon zu entkommen. Der kann noch nicht. Also beenden wir den Zug. Okay, ist lustig. Der rennt da einfach mal weg. Alles klar. So, dann knocken wir den halt, ne? Sippel. Hey, es hätte auch besser haben können, oder? Eine Tür hier zu. Beenden den Zug. Ah. Und hauen ab. Würde ich sagen. Nur raus hier. Level verlassen. Super Arbeit, Operator. Danke. Missionsbericht. Okay, Alarmlevel 12. Mhm. Hacken. Okay, wir haben gehackt. Ja, okay. Gegenstände und Programme. Wir haben... Was haben wir hier? Credits gestohlen. 130. Reinvermögen ist gestiegen. Also das Wichtigste, würde ich doch sagen, haben wir erledigt. 630 Credits. Da haben wir einen Lernslot. Was können wir hier machen? Tempo. Fügt eine Bewegung hinzu. Okay. Ecken. Fügt eine Energie pro Level Hack. Fügt eine Energie pro Level Hack. Also jedes Mal eine. Plus 1 sozusagen. Was haben wir? Inkognito könnte man auch erweitern. Nee, okay. Okay, die Frage ist... Trage viel... Okay, ich glaube Gegenstände ist gerade unser geringstes Problem. Stehle von hinten ist auch gerade unser geringstes Problem. Ich glaube Hacken ist ganz cool. Das Tempo ist natürlich auch echt super. Ich glaube aber, wir nehmen das Hacken. Und gehen zur Missionsauswahl. His network picked up the attack just before it hit us, and we're working to trace it back to the source. In the meantime, Monster to sell us some of his more rarefied stock. Greetings. Ja. I don't often perform transactions face to face, but Gladstone is an old friend. I'll contact you when anything becomes available. Thank you, Monster. If we find their central server, we may be able to bring them down, or at least distract them long enough that they lose our trail. Continue scavenging operations, and I'll keep you posted as more intel develops. Okay.
Alles klar, wir haben 60 Stunden noch Zeit. Die Zeit läuft. Wir haben Plastech Nano Fabfistibül in Kairo. Alles klar. Kairo, New Delhi. Christchurch. Und Chengdu. Frage ist nur, was gibt es jetzt dort, was es woanders nicht gibt? Oder da gibt es Credits, sehe ich das richtig? Okay. Okay, und hier gibt es. Okay, das ist natürlich also. Zusätzliches Zeug sind cool. Also ich glaube, das wäre mir lieber, noch was für meine Agenten zu kriegen. Aber wir machen das beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Spiel gefallen hat oder der Stil euch gefällt oder was auch immer, schreibt es mir in die Kommentare, lasst mir ein Like da, schenkt mir ein Abo, betätigt die Glocke. Und dann werden wir sehen, was wir daraus machen. Wir können unsere Agenten verbessern. Ja. Ich danke und tschüss.